Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie handelt nicht ungehörig, sie bläht sich nicht auf, sucht nicht ihren Vorteil, sie erträgt sich alles, nicht zum Zornreiz, erträgt das Böse nicht, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Zunächst mal vorab euch einen ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr den langen, teilweise sehr langen Weg auf euch genommen habt, dass ihr uns heute an diesem für uns doch sehr besonderen Tag begleitet. Und wir wissen das sehr zu schätzen. Liebes Brautpaar, Sie sind gekommen, um vor Gott und der Kirche die Ehe zu schließen und für Sie den Segen Gottes zu erbitten. Verbindung wollen wir heute mit euch, Gäste, gebührend feiern. Und wir hoffen, dass der Tag für euch genauso unvergesslich sein wird, wie er für uns das ist. Liebes Brautpaar, Sie sind gekommen, um vor Gott und der Kirche die Ehe zu schließen. Für Sie den Segen Gottes zu erbitten. So schließen Sie jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem Sie das Ja-Wort sprechen. Tobias, ich frage Sie vor Gottes Angesicht, nehmen Sie Ihre Frau Susanne an als Ihre Frau und versprechen Sie ihr die Treue zu halten, im Guten, im Bösen Tag, Treue zu halten, Gesundheit und Krankheit und sind Sie wie und als Wachen und Verwirrten, ist der Tod zu schreien, dann sprechen Sie. Was Gott verbunden hat, es darf nicht.